Was geht ab, meine lieben Nugget-Schnitten? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Metro Last Light. Und bevor ihr euch jetzt wundert, warum ich unten auf der Uhr jetzt ein bisschen mehr Zeit habe, ich musste dadurch, dass ich quasi, ja, nur, dass es hier Checkpunkt gibt, musste ich da hinten wieder anfangen. Macht nix. Unsere kleine... Lol, wo ist sie hin? Sie ist weg. Okay, sie ist gerade nochmal da hochgeklettert für mich, aber sie scheint weg zu sein. Und, ja, ich habe die Kommentare gelesen. Vielen Dank für solche zahlreichen Kommentare, aber... Es war tatsächlich recht eindeutig diesmal. Viele Leute haben gesagt, keine Facecam, bitte nicht. Mach die Atmo nicht kaputt. Und ja. Wow, was geht ab? Da habe ich mir gedacht, okay, belässt es jetzt mal dabei. Aber für alle die, die die Facecam vermissen, Jay und ich haben quasi ein kleines neues Projekt. Vielleicht wird es da ab und zu eine geben. ja, also in dieser Hinsicht seid nicht traurig, aber manchmal passt sie einfach nicht, ja? So, wir müssen die Schwarzen, also den Schwarzen daraus locken. Und was diese Mini-Lags angeht, habe ich leider noch nicht herausgefunden, woran das liegt. Falls ihr also irgendwie... Lol, meine Batterie ist leer. Huch, wie mache ich denn die Taschenlampe aus? Auf welcher Taste war das denn nochmal? Ne, mit G konnte ich mein Ding jetzt sauber wischen. Fuck, jetzt weiß ich nicht mehr, wo Taschenlampe war. X? Ne, da habe ich mich geduckt. Fuck, ich weiß es jetzt nicht. Ah! Wo geht das denn? Scheiße, ich bin total verwirrt. Ey, wo ist meine Maus hin? Da. So. Steuerung, Tastatur, Bewegung? Nein. Waffen? Nein. Gepäck? Da, Licht. Auf F war das. Okay, F. Dann aus. Aber wollen wir keine Batterie verschwenden, ne? So. Also. Ich weiß nicht, woran diese Mini, was diese Mini-Lags für einen Ursprung haben. Aber falls irgendjemand eine Idee hat, einfach in die Kommentare schreiben, dann probiere ich das mal aus. Ich hoffe, es stört jetzt nicht zu sehr. Wow. Aber ich glaube sogar... Was? Oh, 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 eine Minute hatten wir nur noch. Aber ich glaube, dass wir tatsächlich an der Aufnahme auf meiner anderen Festplatte liegt. Ich glaube, für die nächste Aufnahme benutze ich meine andere. Vielleicht liegt es daran. So. Also ich finde dieses Wüstengebiet ja wunderschön, das muss ich ja echt sagen. Zack! What? Was ist das denn? Für ein Teil. Greift es mich an? Nein, es rennt hier rum. Was ist denn das? Alter. Okay, das ist ziemlich abgefahren, eklig. Okay, da sind irgendwelche Flugviecher. Kann ich die töten? Ja, kann ich tatsächlich. Jetzt liegt es da. Wow! What the fuck? Das sind keine Schwarzen. Das sind Telepathen. Ich arbeite dran. Ah! Wow, 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 viele. Als habe ich mich erschrocken, da stand. Ich weiß nicht, ich kümmere mich gerade noch um dieses kleine Viech da auf einmal. Okay, 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 hause weg. Okay, 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 da kommen ja noch mehr. Ah! Okay, ich hab noch eine, ich hab noch ein MP und eine Shotgun, Junge. Na komm her! Bam, Junge! Er ist da fett daneben ballern die ganze Zeit. Ja, komm. Sieht so aus, als hätten wir hier ordentlich aufgeräumt. Wie geht es dir? Ja, gut geht's mir, danke. Ja! Okay, die Teile sehen ganz schön abgefahren aus. Guckt euch mal die Fresse von den Viechern an. Ein Baum versperrt mir die Sicht. Ein Baum? Wo genau sitzt du denn jetzt überhaupt, Mädchen? Nach links. Wirf dir dein Licht mal vorbei. Ach. Okay. Also, die Shotgun war ganz gut gegen die Viecher, muss ich sagen. Ich glaube, da... Wow. Oh, hat der was dabei? Ja, ein Filter für mich. Herzlichen Dank. Einen Filter. Boah, also mit mir persönlich geht das Gelege ja schon auf die Eier. Da muss ich mal... Also ich muss aber unbedingt... Greifen die mich an? Nein. Okay.
Die haben auf jeden Fall in den Knochen rumgenagt. Nag, nag, Mama. Leute, die sind ja überall. Ich glaube, ich kann ihn sehen. Etwa 30 Meter von hier auf 2 Uhr. Da ist er. Sieht klein aus, aber es ist definitiv ein Schwarzer. Was hält dich ab? Na los! Ja, ja. Oh, Leute, ich habe sogar Blut an meinem Visier. Leute, verschwimmt das sogar so rot. Wie geil ist das denn? Nice! Da sind sie. Ja, das kommen sehen, Junge. Da! Lol, der ist voll schnell, Mama. Wo ist er hin? Ja, ja, ja! Ich hab noch 127 Schuss. Da ist er. Komm, du kleine Nutze, ich hab dich genau gesehen. Wie links? Der war hier! Da! Ich kann den nicht treffen! Lol, sie hat ihn. Zieh, um den Filter auszutauschen. Ich hab dich in die Enge getrieben, du kleine Nutte. Ja, so sieht das nämlich aus. Jetzt hab ich dich, du kleiner Scheißer. Oder muss ich dich töten? Nee, muss ich nicht. Was war das denn? Wieso haben die mir den letzten Paar aufs Maul gegeben? Uncool. Die Kreatur, die ich in den ausgebrannten Überresten des Gartens vorfand, sah wie ein Schwarzer aus. Und sie konnte in meinen Verstand eindringen, das Innerste aus mir herausholen. Aber sie war auch kaum mehr als ein Baby. Und ich bin mir sicher, dass sie mich erkannte und Angst bekam. Sie ließ mich einmal bewusstlos zurück. Gerade lange genug, dass ich gefangen genommen werden konnte. Ah ja, also das Viech hätte mich quasi aufgenommen. Diese Gefangenen wurden am Botanischen Garten festgenommen. Anscheinend haben sie etwas gesucht. Diese beiden sind Rote, weigern sich aber zu reden. Der dritte sieht nach einem Ranger vom Orden aus. Ein Mutant von der Größe eines Kindes wurde in ihrer Nähe erwischt. Er wurde ebenfalls als Rache ausgeliefert. Darum kümmere ich mich später. Der hier... vermutete Mutation. Nein, nein, ich bin normal. Seht ihr? Zwei Arme, zwei Beine, zehn Finger. Versteht ihr nicht? Ich bin ein Bürger der Hanse. Klappe halten! Du bist hier nicht in der Hanse. Hier wirst du verdächtigt, fehlerhafte Gene zu verbreiten. Und das ist deine Prüfung. Wenn dein Schädel die richtigen Proportionen hat, kannst du gehen. Wenn nicht, bist du eine Abscheulichkeit. Wissenschaft, verstehst du? Das ist ein Skandal! Ich hab dir gesagt, du sollst stillhalten. Und? Mal sehen. 318 Millimeter mal 302. Gucken wir mal in die Tabelle. Oh, Glückwunsch! Du bist ein Mutant. Nein! Zum Müllschlucker. Eine einfache Frage. Welchen Auftrag hattest du im Garten? Fahr selbst zur Hölle! Faschist! Puh!
Ich zähle bis drei. Eins. Die rote Linie lebe hoch! Zwei. Lang lebe Genosse Moskwitz! Drei. Bitte, bitte. Ich rede auch. Aber nichts von den anderen, ja? Die bringen mich um, wenn sie das hören, okay? Bringt den hier zur zweiten Einheit. Normalerweise mischt sich das Reich nicht in die Angelegenheiten des Ordens ein. Aber hier haben wir euch, die Roten und den Freak, alle zusammen im gleichen Netz gefangen. Das gefällt mir nicht. Also rede, oder du kriegst eine Kugel ins Hirn. Auf den Offizier! Hier, nimm das Messer. Behalte es. Du gehörst also zum Sparta-Orden. Ich bin von der roten Linie. Unsere Vorgesetzten verstehen sich nicht besonders was. Aber ich würde sagen, scheiß drauf. Halten wir zusammen, ha? Dabei. Ich verstehe. Ein ferngesteuertes Schloss. Eines ist sicher. Wir kommen hier nur lebendig raus, wenn wir zusammenarbeiten. Gut, also, was hatten die über den Müllschlucker gesagt? Ja, mach das Ding mal auf. Komm, auf. Okay, verschwinden wir von hier. Und dann trennen wir uns. Da will ich aber nicht runter. Das ist mir zu dunkel. Aber ohne Scheiß, das haben die Nazis früher, glaube ich, auch gemacht. Mit dieser Kopfvermessung. Wow! Oh, sind aber einige Tote. Siehst du die Rohre? Das ist ihr Notfallplan. Wenn es einen Aufstand oder eine Flucht gibt, öffnen sie einfach das Ventil und verwandeln das Gefängnis in eine große Gaskammer. Verdammt, die haben von ihren Vorfahren einiges gegeben. Hey, mir nach! So, bevor ich dir jetzt weiter hinterher renne, ich hab schon mal die Einstellung umgestellt. Ich weiß aber nicht, warum die das nicht gemacht haben. Ich wünsche gerne Nahkampfangriff, bitte, ja, auf hier, ja, dankeschön. So. Wir gehen, sobald der Aufzug weg ist. Ah, guck mal an. Lass uns aufbrechen. Gute Güte, ich habe Gerüchte von so einem Gefangenenlager hier gehört, aber es mit eigenen Augen zu sehen, mein Gott. Auf der anderen Seite ist ein Tunnel. Okay. Ich gehe vor, du folgst mir. Und jetzt bleib leise, sonst erledigen dich hier alle. Lass uns aufbrechen. Okay. Bleib vom Licht weg und in den Schatten. Die Schatten sind dein bester Freund. Okay. Ich bleibe in den Schatten und folge dir, mein Freund. Okay. Da. Anscheinend haben wir das hingekriegt. Schauen wir mal. Ein Gitter. Ach, Mist, Pech. Wackelt nicht einmal ein bisschen. In Ordnung. Da kommen wir also nicht durch. So viel wissen wir jetzt. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Was, wenn... Hey, heb mich mal hoch, ja? Oh mein Gott, ich muss niesen. Boah, ich hab so Heuschnupfen, Leute, ohne Spaß. Boah, das tut mir voll leid. So, ich muss dich hochheben. Na bitte. Ab dafür, Junge. Ja, toll. Und ich? Was mit mir? Du kannst mich doch nicht alleine lassen. Ah. Psst. Jetzt hör zu. Du so, als wärst du eine verdammte kleine Maus. Geh runter und mach keine plötzlichen Bewegungen. Und jetzt vorsichtig, ja? Du kannst nur stillhalten. Wir schützen unschuldige Leben, indem wir dich einfach erschießen. Nein, wir werden ihn nicht erschießen. Danke. Bewegung! Unser Anführer sagt, dass ey, komm, dann beweg dich doch, Mensch. Mir nach!
dann sieht das auch noch gut aus. Boah, ich möchte nicht von denen entdeckt werden, ganz ehrlich. Okay, du nimmst den rechten, ich den linken. Ich lenke meinen ab und du erledigst deinen. Verstanden? Also los. Aber nicht zu früh anfangen, ja? Aber was können wir denn da? Los! Ja, den töte ich natürlich. Ausschalten, also bitte. So. So, jetzt musst du aber. Jetzt musst du aber. Komm, töte ihn! Na? Ah, siehste, der hat den nämlich auch abgemurkst. Ja, sehr gut. Was kann ich jetzt mit. Oh, ich konnte die Leiche noch plündern. So, kann ich euch jetzt alle rauslassen? Ja, okay, nicht wirklich. Schnapp dir so viele, wie du kannst. Wir sind sowieso erledigt. Ja, wieso seid ihr das? Öffnest du bitte die Zellen? Die Schaltung ist da oben im Wachraum. Ah, okay. Oh, da wird gerade einer vermöbelt. Okay. Schraub die Glühbirne raus. Ah. Ach so, ist bestimmt auch gar nicht heiß. Ach, da vorne ist auch noch einer. Okay, er manipuliert jetzt wahrscheinlich gerade die Schaltung. Oder was macht der da? Ah, er macht das komplette Licht aus. Dann werde ich mir den jetzt erstmal holen. Seite. Vielleicht kannst du dort hochklettern. Oben treffen wir uns dann. Hey, Spartaner. Als wenn wir für dich etwas übrig hätten. So. Und Feierabend. Sehr schön. Gib mir mal Munition. Wunderbar. Lol, der gibt mir nur 2 Schuss, ey. Das ist ja wohl ein Scherz. So. Ah, da ist wieder so ein Tunnel mit so Glühpilzen. Irgendwas wollte ich jetzt vorhin sagen, als sie wieder am Labern waren. Das ist nämlich das Problem. Immer wenn ich was sagen will, fängt einer an zu reden. Ja? Und ich weiß ja nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich wollte mich auf jeden Fall über meinen scheiß Heuschnupfen beschweren. Ich habe zwar Tabletten dagegen. Sagte es sei eine Verschwendung, sie zu erschießen. Und der sehr gutes Geld zahlen würde, daher habe ich einfach... Null. Zeig mir die Patronen. Klar. Hier, guck. Ich bin auch bereit zu teilen. Ist zu viel für einen alleine. Sag's nur nicht dem Oberscharführer. Ich habe 200 Patronen dafür bekommen. Es ist nur, dass unsere Schicht zu Ende ist. Dann haben sie hier nichts mehr zu suchen. Ab. Oh, die bewerfen den erstmal. Alles klar, die sind weg. Oh, kann ich mir jetzt die Wurfmesser nehmen? Das wäre ja äußerst Premium, muss ich sagen. Das wäre ja richtig fett. Haha, und er nimmt sie sich wirklich, wie geil. Wirf Messer, indem du nicht definiert drückst. Ja, super, nicht definiert haben wir immer auf der Tastatur, ja klar. So, Steuerung, Tastatur, Waffen. Nahkampf, Angriff, Sekundärwaffe. Ach, die wahrscheinlich, wa? Okay, alles klar. Dann machen wir das mal so. Wirf Messer, indem du Maus-Tier drückst. Dann haben wir das so direkt richtig be... Alter, was ist das? Ach, das ist wieder eins von diesen voll hässlichen mutanten Mongo-Viechern, ey. Alter, sind die hässlich, ey. Ach, deine Mutter, ey. Weißt du, in der Käfig auf, wer würde ich mich mit meinen bloßen Händen vernaschen, Junge. Oh, Wirfmesser. Hammer fett. Na, her damit. Oh. Ah! Okay. Das hat keiner mitgekriegt. Hammer fett. Oh, kann ich dem... Ah, ich hab dem das Wurfmesser auch direkt wieder abgezogen. Sehr schön. So, der hat nichts mehr. Hier war auch nichts mehr. Dann können wir direkt weiterschleichen. So, wo sind denn hier noch welche? Was passiert? Ach ja, ich wollte noch sagen, dass ich es voll nicht schwierig finde, diesen russischen Akzent zu sprechen, ja? Also alle, die hier vertonen, die sind wahrscheinlich gar keine Russen. Sondern sprechen nur so, weil das ist eigentlich gar nicht so schwer. Gut gemacht. Echter Held. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass sie die Luftschleuse von der anderen Seite aufmachen. Dieser Knopf an der Wand ist für das Intercom. Drück ihn mal. Für das Intercom. Na los,
Ich habe ihn doch gedruckt. Verstecken. So, was ist jetzt mit den Zellen? Sollte ich die Zellen nicht noch öffnen? Was ist das für ein Witz? Kommst du auf deinem Versteck? Fritz, bist du das? Stopp doch mal. Zack! Lass uns raus! Lass uns raus! Da oben ist ein Schaltbrett. Damit kann man alle Zellen öffnen. Ja, machen wir doch. Jetzt gedulde dich mal ein bisschen. Und jetzt geht der Spaß erst richtig los. Oder habe ich das jetzt verkackt? Schöne Uhr. Ah, diese kleine blaue Anzeige. Sie geht an, wenn du zu sehen bist, was? Oh. Vor uns werden wohl noch mehr Wächter sein. Aber hier können die kein Gas einsetzen. Wir können also beruhigt sein. Ach, ich wünschte, ich hätte eine Granate. Los geht's, Kutter. Ich glaube... Den unteren weg. Ich gehe oben und gebe dir Deckung. Ich glaube, ich habe jetzt tatsächlich verkackt, die zu befreien. Also entweder konnte man das noch, oder zeigt eigentlich die Uhr die richtige Zeit an? Also die, Was wäre denn jetzt, wenn ich diesen Schalter benutze? Achso, dann geht die Tür noch zu. Ich glaube, die Uhr zeigt tatsächlich die richtige Zeit an. Das muss ich jetzt mal gerade auf meinem anderen Bildschirm überprüfen, ob das die Wahrheit ist. Weiß ich jetzt gar nicht. Nee, das ist nicht die Wahrheit. Wow! Lol, den hätte ich voll nicht gesehen. Doch, ist wohl die richtige Zeit. Ist exakt die richtige Zeit. 10.02 Uhr haben wir jetzt gerade. Früh am Morgen, ja. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Quasi, ja. Habe ich jetzt, mal... Quasi, ja, ich bin mal früh aufgestanden, weil ich nicht so lange schlafen konnte. Ich habe mir gedacht... Nimmst du schon mal auf? So, ihr kleinen Schnittchen. Schnittchen, ich stehe da rum und kann nichts. Na komm, warte. Ich glaube, hier stehen sonst nicht so viele rum. Müssen wir kurz checken. Oh, da steht auch einer. Also werde ich, glaube ich, erst hingehen. Erst den töten. Wow! Wow, uncool! Uncool! Aua, aua. Nein, ich will nicht Militärpatronen laden. Ah! Nein, nicht daneben schießen! Oh Gott! So, der ist down. Alles klar. Hier müsste doch noch einer sein. Hier war doch noch einer, oder? So. Was haben wir denn hier? So, jetzt habe ich endlich mal gescheit Munition hier, ey. Metro 2033. Ja, ich helfe dir sofort. Aber lass mich doch mich erstmal umgucken. Ah, jetzt habe ich die Dinger alle aufgemacht. Hammer fett. Voll geil, Junge. So, sehr schön. Habe ich jetzt alles eingesammelt? Jo, hier schwebt eine Waffe. Nee. Ja, will ich ja, aber ich habe dem ein Messer an den Kopf geworfen oder daneben geworfen. Jetzt liegt das hier irgendwo rum, Mama. Na, egal. Aber ich habe da hinten noch nicht in den Raum geguckt. Vielleicht finden wir da noch was. Siehst du, da ist nämlich noch ein Wurfmesser. Da kann ich die Lampe auspusten. Und ansonsten ist hier nämlich nichts. Wenn all die Mutanten sich reproduzieren, wird die Bevölkerung der Metro infiziert und zwei oder drei Generationen ausgestorben sein. Schon geht's los. Ja, wie ich muss vorangehen. Immer bin ich der Arsch. Das Schöne ist, an der Uhr erkenne ich nämlich immer, wann die Folge vorbei ist, ja? Meine Flucht aus dem Gefängnis der Faschisten könnte mit "Der Feind meines Feindes ist mein Freund" betitelt werden. Der Name des Freundes ist Pavel. Er hat einen Aufklärungstrupp der Roten angeführt, der von den Faschisten ausgelöscht wurde. Ich habe die Kommunisten nie sehr gemocht, aber Pavel verhält sich wie ein echter Held. Wie ein echter Held. Und wie geht es dir, Kumpel? Alles klar? Ja,
So, dann würde ich nämlich sagen, ist die Folge hier auch schon vorbei, bevor ihr nämlich jetzt weiterredet. Das hören wir nämlich jetzt gleich nämlich... Okay. Ja, herzlichen Dank. So, jetzt gucken wir nochmal kurz hier. Aber hier ist nichts mehr. Also würde ich... Lol. Reich, Junge. Reich! Ja. So, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch morgen... Ach ja, genau, ich muss noch sagen, wann die Folge mal kommt. 17 Uhr ist die neue Zeit, nicht mehr 18:30 Uhr, wie sonst immer Bioshock und so ein Kram, sondern... Wir sind auf 17 Uhr gerutscht. Ich hoffe, da habt ihr schon Zeit und seid dabei. Ansonsten guckt es euch einfach später an. Dafür ist das natürlich praktisch, ne? Dass es nicht live ist oder so. Das könnt ihr euch natürlich schon später angucken. So, jetzt genug von der Rederei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. 17 Uhr, wenn es wieder heißt Metro Hardy. Miau! Der Hardy einfach geil ist. Geil ist. Der Hardy einfach geil ist. Geil ist. Der Hardy einfach geil ist. Geil ist.